Hallo und willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, wir müssen auf die blöden Pflanzen hier hüpfen. Ich glaube, ich weiß schon wie. Ich komme nie nicht immer darauf. Informiere die Inquisition. Jetzt gehörst du mir. Sie führen mir einen Kampf. Ich werde dich vernichten. Meinst du, warum hast du wieder? Hey! Du sollst aufhören mit dem Scheiß. Hab das gesagt? Fängt schon wieder gut an. Sehr gut. Wer bist denn du? Die neunte Schwester? Was ist das? Eine Baraka-Schrottrate spielt Jedi. Okay, du bist die hässliche, die Freundin, oder? Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Na klar. Festhalten! Hey! Ich hab mich festgehalten. Frag mich sowieso, warum das er da nicht automatisch zupackt. Muss ich da nicht nach oben? Nee. Wo muss ich überhaupt hin? Geht weg. Bitte. Wer lässt sie den Scheiß hier einfallen, ey? Okay, das war wirklich so mal vernünftig. Die neunte Schwester sucht uns. Ich melde. Andererseits hört sie die Übertragungen ab. Soll sich selbst rausfinden. Da ist auf jeden Fall was. Okay, ich darf hier meditieren. Dann ruhen wir sich doch mal ganz kurz aus. Sind hier eh alle Feinde da? Also ist eh egal. Mist. Ungeziefer, Anna.
Bleibst du da? Na, lass mich raten. Ist man hier? Über Generationen pilgerten die Wookies zu seinem Pfeffer. Der Baum führte sie. Willst du mir erzählen, ich bin hier falsch? Bin hier falsch. Gehen wir noch mal hoch hier. Ich weiß nicht, ob er freundlich ist. Naja. Das hat die 9. Schwester ausgeschaltet. Huch, jetzt wäre ich fast runtergeflogen. Wow. Hallo? Und gibt's hier was? Steh auf. Neuer Versuch. Ich schaff's einfach nicht, Meister. Wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Lass los, was du zu verlieren fürchtest, und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Au. Oh, ich kann einen Salter machen. Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. Wir müssen nur immer wieder aufstehen, BD. Solange wir aufstehen, ist der Kampf nicht zu Ende. Eigentlich kann ich den blöden Doppelsalter. Ich bin nicht wieder da, wo ich vor der Auslöschung war. Vor Meister T'Pols Tod. Hat bloß 5 Jahre dauert. Okay. Das lassen wir mal so, oder? Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Verletzt. Können wir ihm helfen? Der Hilfe will, ist eine gute Frage. Hey! Torful, alter Freund. Jetzt begreif ich. Der Baum verbindet den Kern des Planeten mit dem. Komm her. Ja.
Kleiner Flugsaurier, du. Okay, wo muss man hin? Es ist nichts zum Schwingen. Ich spring mal hier runter. Da drüben wäre noch was. Sogar Kiste. Ganz ehrlich. Dahin. Bin nicht so ganz sicher. Yay, ich bin der König des Dschungels. Ach du Scheiße. Aus dem Klon kriegen. Der Krieg endete hier nie. Alles, was wir getan haben, hatte es Bedeutung? Und wo soll ich hin? Das war... Ah ja, okay. Ich möchte nicht wissen, wie viele Spieler hier schon abgestürzt sind und geflucht haben und den Controller in die Ecken gebrillt haben. Es gab bestimmt schon so einige. Okay, wir können hier meditieren. Ist da hinten was versteckt oder so? Tatsächlich. Er könnte der Letzte seiner Art sein. Könnte, ja. Und Flatsch. Hey. Ach, das ist doch wohl der Witz, da das Geschmack, oder? Sobald das da zu niedrig bist, schaffst du es gar nicht mehr. Also, das ist... Ach komm. Wer hat sich sowas einfallen lassen? Sei mir böse. Nee, das macht sowas kein Fun. Wen macht so einen Scheißen Fun? Ein Quatsch. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass es im zweiten dann nicht ist. Ne? Das sind so Dinge, die kotzen an die Spiele bloß an. Ich will helfen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind Freunde, ja?
Freunde. Alles gut. Ein Teil des Schiffs der 9. Schwester. Wir müssen ihn entfernen. Das tut jetzt weh, okay? Tut mir leid. Danke, Billy. Das war's. Wow. Ja, es war das Mindeste. Okay. Da oben ist eine Kiste. Komm schon, Baby. Ich wusste, dass du da reinspringst. Zeig mal, was du gefunden hast. Mein Freund, nie war ein Ausblick schöner als auf dem Wipfel dieses Baumes. Ich sehe den Wald von lauter Bäumen immer. Und wo geht's jetzt weiter? Oder muss ich da oben weiter? Hey? Da geht rechts ein Weg, okay. Er sah so offensichtlich. Auf die Reiten. Uns mit? Taxi. So viel hat das Imperium noch nicht angerührt. Müssen wir denn dann Wookie finden? Was gefunden? Ist das Werkbank? Da oben in den Wipfeln der Werkbank. Doppelklingen-Lichtschwert. Das Doppelklingen-Lichtschwert ist an Bungo-Massenkontrolle überragend. Setze Machtangriffe ein, um größere Gruppen zu überwältigen und zu besiegen. Blocke nach einer erfolgreichen Abwehr eines Blasters. Was? Bolzens weiter, um weitere Bolzen auf deine Gegner zurückzuwerfen. Jawohl, das machen wir noch glatt. Lichtschwerden-Typ. Ich will lieber das. Ich weiß nicht, wie gefällt so ein Hand. Irgendwie ein bisschen besser. Endlich.
habe ich es gefunden. Das Astrium. Wie Sepho-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir müssen nicht zurück nach Datumir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden. Aber die Macht... Die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Kujets Grab. Klasse. Jetzt blicke ich bald nichts mehr, aber... Ja, normal. Okay, was? Und jetzt wirst du gefressen. Upala. Das wollte ich gar nicht. Die Schule. Ach, die ist abgestürzt. Hab ich dich wieder? Du schadest niemandem mehr. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell. Okay. Ich kann also aber nicht versprechen, dass es schnell geht. Den einstecken, du blöde Kuh. Ist nicht mal durch die Haut gegangen. Du schwächelst oder was? Naja. Oh. Kann ich auch wechseln? Kann ich bald ausweichen? Ja, doof gelaufen, oder? Warum kann ich das nicht? Hör auf! Das ist heiß! Was für Energie, möchte ich mal sagen. Und ich verlangsame dich einfach. Wir sind hier so gut wie fertig. Da hast du wohl recht. Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das Geringste. Weißt du, ich war auch ein Jedi.
Ich würde dich gerne anwerben. Und verbrechen dich wie den Rest von uns. Ist es Zorn? Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde. Von wem lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium. Aber dich schon. Ja, das war das Ende eines Inquisitors. Hey! Wir dachten, du wärst tot. Dir geht's gut. Wir müssen zurück. Sia und Grease erwarten uns. Und schwupps, ich weiß gar nicht, wo wir mit runtergekopft sind. Gut, wir gehen erstmal meditieren. Oh, wir haben 3 Punkte. Können wir mal so einen Dreier kaufen? Das ist der 1er, das ist der 3er und der ist auch 2. Wir machen den 3er. Ausruhen. Da drüben sehe ich eine Kiste. Die holen wir sie noch schnell. Das war eh nie was drin, was wir brauchen können. Was ist das, BD? So, ich glaube, wir müssen hier wieder hoch. Also hier. Moment. Meinst du, wir können das Ding hacken? Ja, schon. Hey, BD, was ist das? Was hast du da? Neue Poncho, toll. Hoffentlich müssen wir auf keine Pflanzen mehr drauf hüpfen. Darüber. Warum bist du weg? Achtung! Ja, Freunde. Ich gehe mal davon aus, dass ich richtig laufe. Wir müssen ja zurück zum Schiff. Dein Leben gehört mir, Edi. Aua. Verdammt, sollst du sein. Abstürzen sollst du. Sorry, mein Fehler. Laufe ich da richtig?
Da geht er auf zu hoch. Ich glaube schon. Darüber irgendwie. Was, du fliegst da nicht runter? Ich hätte nie gedacht, dass ich als Letzte übrig bleibe. Tja, da Problem. Hier müssen wir eigentlich laufen, geradeaus durch. Das wäre eigentlich optimal. Ich komm doch schon. Was ist denn los? Gibt's schon auf? Der Weg ist richtig, ne? Das Weiße da. Bin mir gar nicht so sicher, ob der Weg richtig ist, aber wir werden es feststellen. Ah, da war die Werkbank da hinten, ja, genau. Kinderspiel. Ups, wer bist denn du? Ich hab einen Fehler gemacht. Stimmt, ich bin nur noch. Er bewegt sich. Natürlich bewege ich mich. Auf ihn! Auf. Du wirst die Boden niemals aufhalten. So, Baby. Das kannst du vergessen. Du bist meine Zeit nicht wert. Alter. Hat das wehgetan? Warte mal, ich brauchte das Sackler. Hat das wehgetan? So, wohin? Falsche Richtung. Es läuft, bitte. Gut. Müssen wir da. Cordova glaubt, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datumir. Ist der Wookie gefunden? Ja. Aber es ist gefährlich dort. Das Imperium ist überall. Inquisitoren? Naja, Triller. Die zweite Schwester. Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die neunte Schwester ist besiegt. Damals in den Klauen des Imperiums wehrte ich mich kaum. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Aber am Ende zerbrach ich und lieferte ihnen Triller. Ich weiß, dass das niemals wieder gut zu machen ist. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also...
Die neunte Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie, seid aber nicht beigetreten. Kerl. Schon okay, Sia. Wir finden Cordovas Holocron. Hey! Nimm die Laser aus meinem Essen! Auf jeden Fall einen Streuer leer gemacht, oder? Wohin jetzt, Kerl? Tja, es gibt ja nicht viele Möglichkeiten. Setze Kurs auf! Moment, ich soll nach Datomir? Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha! Klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Datomir ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Wir erreichen in Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner. Ja, klar. Im Schiff. Drinnen. Ich habe Wände. Ich habe Jedi. Alles gut. Ja. Hey, Kerl. Du und sie. Ist alles okay? Moment. Kerl, hast du kurz Zeit? Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein Ziel ist noch fern. Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Kerl. Selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sia. Echt. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. Okay. Kann ich darüber hüpfen? Wow. Zum Glück haben wir da nicht gestanden. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus. Es hat wahrscheinlich Hunger. Wo ist es denn hin? Da. Da oben kann ich nichts tun. Schauen wir mal, wie freundlich er ist. Ziemlich brutal hier, ey. Wo willst du denn hin? Sehen wir uns das mal an. Was ist das hier? Da bewegt sich nichts. Ist von der anderen Seite blockiert? Was? Das läuft gar nicht schlecht, oder? Hm. Naja, aber schlecht kann's dann werden. Oh. Gas. Komm ich da hoch? Moment, du willst gehen? Danke, BD. Da komme ich nicht hoch, ne? Schau, da haben wir, dass mein Laserschwert da nicht das durchtrennen kannst oder sowas.
Okay, kann man hier irgendwas machen? Hier dürfen wir auch nichts machen. Ich frage mich gerade, ob man da irgendwie reinkommt. Vielleicht von da drüben. Natürlich war der ist bloß auf mich. Dachte ich komme da hoch. Nein, geht nicht. Was denn? Was gefunden? Pilzlinge, ja. Das wäre so ein Planet, wo mich alle fressen wollen. Was hast du denn jetzt, Männer? Ja, zeig mal. Kann ich keine 5 Meter laufen? So, warum mit dir? Ah, da ist er noch. Aus der Kiste. Willst du nachsehen? Oh, du hast was gefunden. Und wie immer nichts Vernünftiges. Moment. Nee, das wird nicht gehen, ne? Never. Oh, da. Das könnte gehen. Ich schon recht. Eine Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. So, da haben wir schon mal Abkürzung freigeschalten. Da muss man den ganzen Mist dann nicht nur mal laufen. Was denn jetzt wieder? Eine Warnung? Da unten sehe ich was, was man wegschubsen kann. Ich verstehe. Das ist die Frage, wie kommt man da hoch? Maximales Leben erhöht. Ein Fremder, nicht von diesem Planeten. Sieht das nicht gelohnt hat? So, wir kommen hier wieder rauf. Oh, kein Thema.
Gehen wir, BD. Gut, da ist gerade was, oder? Mal schauen. Was brauchen wir? Okay, BD. Was ist es? Neue Sender halten. Da gutes Programm kommt. Diese FO waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Was machst du hier, Jedi? Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde! Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt dir etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Bashi! Ach du Scheiße. Seht mal dort. Ich werde dich treffen. Ja, das mag ich. Sind wir wegen Hörder? Brüder, helft mir! Ich bezahle für die Sünden der Jedi! So, dein Brüderchen ist schon mal tot. Was hast du gefunden? Ich wechsle mal auf den da. Oh cool, kann man meditieren? Dann ruhen wir noch mal ganz kurz aus. Dann würde ich mal sagen, beenden wir die Folge hier. Sind wir ziemlich weit gekommen. Und dann danke ich schon mal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wir haben verloren. Das Imperium jagt überlebende Jedi. Kao, sie wissen, wer du bist. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Was machst du hier, Jedi? Aber ich verstecke mich nicht mehr. Kao Kestis. Wir werden immer kämpfen. Die Wahl, weiter zu kämpfen, macht uns zu dem, wer wir sind.